Clementine, can you hear me? If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Shit. Na, klasse. Wir sind alleine in der Kanalisation. Haben keine Waffe, nichts dabei. Und ich hoffe sehr, dass hier keine Zombies sind. Ach doch, wir haben ja die Brechstange von ihr, die wir notfalls benutzen können. Und Clementine ist mit den beiden alleine. Ja, ich denke mal, Kenny wird schon gut auf sie aufpassen. Aua! Gut auf sie aufpassen. Aber trotzdem ist es mir nicht ganz so recht. Was liegt da? Eine tote Ratte? Ain't touching that. First thing I need is some god-awful disease. Okay, wenn die Ratten in der Kanalisation schon krank sind, dann wird uns hier bestimmt auch noch was anderes erwarten. It's a drainage pipe. Und die Geräusche, kommen die von oben? Das will ich doch stark hoffen. Nein, kommen sie nicht. Okay, was haben wir hier? Eine Gasse? Ach so, schnell rein, Lee, geh rein. Looks like some kind of drainage pipe. Won't turn anymore in that direction. Okay, in die andere. Good thing I'm out here and not in there. Wäscht er sich da jetzt? Oh, oh. Shit. Oh shit, was machen wir jetzt? Wäscht er sich da nie? Der trinkt. Was machen wir jetzt? Wie weit kommen wir hier vorne? Das würde ich gerne wissen. Hallo? Dann schraube ich das doch nochmal wieder dran. Und drehe das Wasser nochmal ab. So. Ist der hier vorne jetzt auch weg? Alter! Wie weit kann ich nach vorne? Das ist die Frage. Ich stehe schon direkt unter ihm. Huch, Entschuldigung, ich habe... Au. Okay. Gut, da war ich doch wohl ein bisschen zu nah dran. Jetzt muss ich echt mal überlegen, was ich hier machen muss. Ach, das alles nochmal? Na, komm schon. Kann ich vielleicht mit dem Rad, wenn ich das abgemacht habe... Ja gut, ich weiß dann nur halt nicht, wie ich zurückkomme. Mit dem Rad an dieses andere Ventil. If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Ja. Shit. So, jetzt das Ganze nochmal. Also ich dachte jetzt an dieses... An dieses Ventil, was hier vorne direkt ist. Vielleicht können wir das irgendwie... Weiß nicht. Die Frage ist, wie kommen wir an dem Zombie vorbei, oder? Es kann sein, dass wir einfach nur schnell genug sein müssen. So, dass der erst gar nicht dahin kommt. Oder ich... Warum fällt er jetzt nicht hin? Weil ich so schön am Rand laufe, ne? Es kann aber auch sein, dass ich hier wieder total in Unfug rede. Und wir einfach nur noch ein paar Mal mehr... an diesem Ding drehen müssen. So, da ist doch kein... Da ist kein Rad drauf. Okay. Und damit können wir dann was auch immer absperren. So. Ich glaube, ich muss mir das nochmal eben angucken.
So, schnell in die Gasse. Und dann nochmal in die Richtung. So, der geht gleich wieder zum Waschen dahin. Good thing I'm out here and not in there. Seems loose. Ach, der steht schon direkt da. Mist. Ich dachte, wir können es jetzt abnehmen. Won't go anymore in that direction. Also es geht nur einmal auf und zu. Wo kommen wir denn hier raus? Moment. Moment. Stopp. Wir nehmen das mit. Looks like some kind of drainage. Ja. Wir kommen nämlich da vorne wahrscheinlich noch raus. Kamera. So. Ich hoffe jetzt sehr. Steht hier einer? Ich sehe gerade leider gar nichts. Na toll. Ach, okay, gut. Hat sich das hier geklärt? Lee, einfach mal um die Ecke. Dankeschön. Und wir müssen uns beeilen, wie es aussieht. Weil das so am Rand so rot wurde. Deshalb denke ich mal, die Zombies sind mir auf den Fersen. Ich drehe einfach mal nach links. Okay. Dann drehe ich eben nach rechts. Das ist Chuck. Oh, oh, das ist Chuck, ne? Ich meine, das war Chuck. Los, 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 los. Warum wird's hier rot? Mensch, ich muss das gleich nochmal machen bestimmt, ne? Oder heißt es einfach nur, ich bin in Gefahr? War das der letzte? Ist toll, dass man gar nichts sieht. Ja, es war der letzte. Lauf, lauf, lauf. Lee, lauf doch bitte. Das hier ist wirklich Chuck. Ja. Oh mein Gott. Chuck. He must have tried to hide out down here. Poor bastard. Nimm die, no genau, bullets. Nimm die Waffe mit. He must have saved the last one for himself. You deserve better, old man. So, die eine werden wir hoffentlich so kriegen. Was? Oh nö. Warum passiert sowas immer? Was? Fuck. Ja, das war auch dumm von mir. Natürlich war das dumm von mir. Lee, bitte mach ja. Ja, auf den... Oh Gott, die haben mich ja eh schon gehört. Jetzt ist es auch egal. Ja, okay, okay. Es geht immer so schnell hier. Werde ich immer ganz hektisch. Ja, dann habe ich auch keine Ahnung, was zu tun ist, Mensch. Was weiß ich denn? Hier ist doch sonst nichts. Wo ist das Problem? Hä? Ach, da oben. Ach. Oh Gott, Alter. Da komme ich nicht hin. Oh, das macht einen auch immer echt hektisch. Schlimm. Also mich zumindest. What the hell? Bitte? Was ist denn dahinter jetzt und wie geht's auf? So, rein. Hä? Hä?
bitte was, ey. Das ist aber jetzt, das finde ich super ätzend und frustrierend, weil man super wenig Zeit hat. Ist ja mal ein richtiges Fail-Kapitel hier. Und dann habe ich es mal jetzt nicht mit der Pistole gemacht. So. Und er hört es trotzdem, oder? Nee, doch nicht. Okay. Können wir nicht einfach durch die Tür gehen? Shit, it broke off. Och, Mensch. Au. Aber ich find's toll, dass er das versucht. Echt. Und da die Wand hochläuft. Finde ich toll. So. Aber ich bin doch gerade echt rechtzeitig reingegangen. Wo war das Problem? Old nuclear fallout shelters. Ach krass, und hier liegt überall Essen rum. Siehe nach Tür. Mhm. Look at all this. It's enough to keep people alive for months. Ja, ist doch super. Wonder if someone's living down here. Die Frage ist nur, wie wir den ganzen Kram zum Haus kriegen sollen. Oder wir sind jetzt bei dieser Organisation, wo die Molly ist. Könnte ich mir auch vorstellen. Oh, hi! Hey! Hilfe! Ich habe nichts gemacht, ich will keinen Ärger. It's all right. It's okay. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave right now. Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here... Are you from Crawford? Hey, don't lie to me. I'll know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. Ich will nur weg von hier. Look, I got cornered down here. All I want is to get back out to the streets and find my group. Bullshit! You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here, right under their feet? Damn it. You're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. I'm not from Crawford, but I saw what they did up there. It made me sick. I'm not like them, and I don't think you are either. I think you're a good man. Keep back, or I swear I'll shoot. It's all right. It's okay. Vernon, what the hell are you doing? Vernon! Relax. Sie stellt sich vor ihn. Not here to hurt you. Oh, hi. Der ist ja lustig. You're really not from Crawford? No. I'm really not. Well, we are. Or were. We got out of there when they started sealing up the place. You know, started weeding out the sick and the old so the perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability in their little master race. You don't look that old, so you're sick? We're sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. But that wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. This old basement's been abandoned for years. What is this? A morgue? Yeah. Irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. How did you find your way down here? Wir suchten ein Boot. My group and I were up by the river looking for a boat. Now I just want to get out of here and find them again. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take you wherever you want to go. Oh, das ist ja eigentlich gut zu wissen. Those sewers are like a damn maze. Any chance you could help me find my way back? Look, I'd like to help you, but we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care, and I'm the only doctor here.
Besides, why should we help you? Warum denn nicht? Ich muss zurück zu Clementine. Look, sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? No. She lost her real parents. I'm doing what I can. You're not seriously considering going with him. It's all right, Bree. I had a daughter, too. Lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. We need you here. Don't worry. I'll be back before you know it. Let's go. Ach, das ist ja nett. Und die Frau heißt Bree, wie der Käse. Und ihn mag ich irgendwie. Der sieht lustig aus. Und der Arzt hier scheint auch ganz okay zu sein. Und die arme alte Frau. Die sah gerade schon so schlimm aus. Clementine? Clem? Molly? Oh, hey, you made it back. Who's this? He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? Was? Warum ist denn die so frech? Where's Clementine? She's around here somewhere. Relax, I got her and Kenny both back safely. You're welcome, by the way. I think you have something that belongs to me. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich die mag. Lee, thank God you're back. Krista, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. We have a man wounded. Who's this? Er ist doch Arzt. He's a doctor. Oh, thank God. Could you take a look at him? You have to help us. Please. I'll see what I can do. Take me to him. Oh, danke. Omid, honey, you're gonna be all right. Lee brought a doctor. All right, let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to attend to. Clementine. Clementine? Oh Mann, hoffentlich stirbt der nicht auch noch. Der Omid. Ich meine, der hat jetzt erstmal nur was am Bein, aber wenn die Verletzung so schlimm ist. Clementine, you in here? Where is she? Clementine, wo bist du denn? Im Schrank. Clementine? Da guckt er sogar wirklich nach. Okay, was? Clementines Bilder? Oh, was hat sie gemalt? Clem's drawings. But where is she? Oh, sie hat Lee gemalt mit einem traurigen Gesicht an dem Grab vom Hund. Clem, you in here? Na, die wird sich ja wohl kaum hier irgendwo in so einem kleinen Schrank verkrochen haben. Badezimmer. Clementine, you here? Clementine. Got time for that. Okay, ich dachte, vielleicht möchtest du dir mal die Hände waschen, nachdem du in der Kanalisation umgekrochen bist. Das Schlafzimmer und da ist sie. Oh, you know, just poking around. You won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people miss. Trust me, I've been doing this for a while. Where's Clementine? Don't ask me, I'm not her keeper. Do I look like I'm in the mood to be jerked around?
Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with him. Why don't you go bug them? Boah, ganz ehrlich, ich mag sie nicht. Molly? I told you, that girl isn't with me. Go ask your buddies and quit bothering me. Alter, ich kann dich gleich mal aus der Gruppe schmeißen. I don't care about that. I just want to find Clementine. Gut, dann gehen wir jetzt runter und gucken, wo Clementine ist. Nee, echt, ey, da kommt die Molly hier ins Haus. Ich meine, schön und gut, sie hat geholfen, sie hat denen so ein bisschen das Leben gerettet. Dann kommt die hier ins Haus, schnüffelt erstmal rum und ist dann noch super dreist. Clementine? Also ich meine, es geht doch nicht. Clementine! Wieso Come läuft out, er please. So komisch die Treppen runter? Die ist bestimmt draußen bei dem Hund. Kenny? Und Kenny trinkt. Oh hey, you made it back. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? Where'd you get the bottle? Found it. You want to throw down again like back on the Ach, train? Because I fight better when I'm shit-faced. Kenny, come on, give me that. Kenny, give me the damn bottle. Get the fuck away from me. Getting wasted's not gonna help anyone. Yeah? Well, what is? We are fucked. Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us. That crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink? Und der trinkt auch, oder wie? Der trinkt nicht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Damned if I know. Gotta be around here somewhere. Ben, how did Clementine sneak out of the house? Hey, don't put all that on me. Omid took a turn for the worse, and Krista asked me to help. I'm sorry, I'm doing the best I can here. She was frantic, ja, das will and ich things auch hoffen. Got kind of crazy. I told Clementine to stay put. What else could I do? It's okay. I'm not mad at you. I just want to know where she is. I think she went out to play in the backyard. On her own? With no one watching her? Man, will you get off my back? She's fine out there. She better be or it's your ass. Ey, wenn's der jetzt, wenn da irgendwas ist, ne? Boah, der Ben. Clementine? Macht mich fertig, der Typ. Clementine! Und sie ist nicht da. Ich glaub's nicht. Ich glaub es echt nicht. Ist sie hier drin? Door's covered in vines. Don't think anyone came in through there. Oh, echt der Ben, ne? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, wie viel Mist will der sich noch erlauben? Einmal einen Fehler machen, okay. Zweimal einen Fehler machen, grenzwertig. Wo ist die Alte? Nee, ich bin jetzt einfach nur wieder sauer auf Ben, ey. Was soll das denn? Das ist doch blöd. Ach, Clementine, wo bist du? Wahrscheinlich spielt sie irgendwo im Haus. Können wir die Schaufel nehmen? Wahrscheinlich spielt sie irgendwo... Ist sie doch drin? Oh Gott, Clementine. Ah. Hey. Hey, girl. Come look. Look what I found. Sag bloß, da ist ein Boot drin. Da ist ein Boot drin. Ich glaub's ja nicht. Whoa. I know, right? Kenny, guck mal. Hoffnung. Oh.